Ja, jetzt geht's ums Kniegelenk. Und wer hätte das gedacht? Das Kniegelenk, das ist eine bewegliche Verbindung zwischen dem Ober- und dem Unterschenkel. Ja, muss man aber anfangs schon mal festhalten. Und letztendlich ist es auch das größte menschliche Gelenk. Wichtig zu wissen ist, dass wir im Knie an sich zwei Gelenke haben. Ja, welche das genau sind, da kommen wir später zu. Ja, und diese zwei Gelenke, die machen es einfach möglich, dass wir uns im Knie durch verschiedene Bewegungsebenen, also durch die Sagittalebene, durch die Transversalebene und durch die Frontalebene bewegen können. Und daraus ergeben sich dann sechs Freiheitsgrade. Ja, wie anfangs gesagt, ist das Kniegelenk ja eine bewegliche Verbindung zwischen dem Ober- und dem Unterschenkel. Genauer gesagt zwischen dem Femur, also zwischen dem Oberschenkelknochen, und zwischen der Tibia, also dem Schienbeinknochen. Ja, ich hatte ja anfangs gesagt, dass das Kniegelenk eigentlich aus zwei Gelenken besteht. Ja, und hier ist das erste, das Femorotibialgelenk. Und das ist im Grunde genommen das eigentliche Kniegelenk. Ja, wie man sehen kann, besteht es auch aus dem Femur, also dem Oberschenkelknochen, und der Tibia, also dem Schienbein. Und das Femorotibialgelenk trägt auch den größten Teil des Körpergewichts. Und in diesem Gelenk sind die Bewegung Flexion, die Extension und auch die Rotation möglich. Wie man jetzt in der Abbildung sehen kann, sind beide Knochen, also Femur und Tibia, in der gelenkigen Verbindung von so einer Knorpelschicht überzogen. Und der Knorpel sorgt einfach dafür, dass die Bewegung im Kniegelenk reibungsärmer verläuft und dass zum Teil auch Stöße abgedämpft werden können. Wir sehen außerdem, dass das Kniegelenk noch von so einer Gelenkkapsel umgeben ist. Und auf der Innenseite der Gelenkkapsel finden wir die Gelenkinnenhaut. Ja, die Gelenkinnenhaut, die sorgt dafür, dass sich diese Gelenkschmiere oder auch Synovia bildet. Und die Gelenkschmiere, ja, steckt ja auch irgendwie schon im Namen. Die sorgt dafür, dass die Reibung noch weiter reduziert wird im Gelenk. Und außerdem kann sie auch den Knorpel mit ernähren. Ja, ganz typisch bei diesem Femorotibialgelenk ist, dass die Enden des Femurs auf der distalen Seite, also im Bereich des Kniegelenks, ja, so verbreitert sind, beziehungsweise auch ausgewölbt sind. Und diese Fläche, die trifft dann auf so eine, ja, leicht eingekerbte Fläche im Bereich der Tibia. Ja, so sieht das Femorotibialgelenk aus. Und jetzt kommen wir zur zweiten gelenkigen Verbindung im Bereich des Kniegelenks. Das ist das Femoropatellargelenk. Ja, und dieses Femoropatellargelenk, das ist der Anteil im Knie mit der größten Belastung. Ja, und wie es auch der Name schon sagt, Femoropatellargelenk, ja, wird es gebildet durch den Oberschenkel, also Femur, und die Kniescheibe, Patella. Ja, und die Kniescheibe, die ist halt direkt in den Kniestreckapparat sozusagen integriert. Ja, letztendlich handelt es sich auch bei der Kniescheibe um ein Sesambein, also einen kleinen Knochen, der im Bereich eines Gelenks in eine Sehne integriert ist. Und bei der Kniescheibe ist es halt so, dass sie direkt in die Sehne des Quadrizeps integriert ist. Ja, und somit ermöglicht dieses Femoropatellargelenk, dass der Femur und die Patella, wenn die Gelenkflüssigkeit ausreichend vorhanden ist, auch reibungsarm aneinander vorbeigleiten können. Außerdem hat die Patella natürlich noch ein paar mehr Funktionen. Zum Beispiel schützt sie die Femurkondylen und je nach Kniebeugestellung kann sie auch den Muskelansatzwinkel verbessern und sorgt somit für ein besseres Drehmoment der Kniestrecker.